Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Part, The Second Guest. Gut, das Schiff haben wir ja eben gefunden, also für mich war es gerade eben, für euch im letzten Part. Das Einzige, was wir noch untersuchen müssen, ist das Loch. Und da kriechen wir jetzt mal rein. Nein, oder auch nicht, wir gucken es uns an. Ich muss aufpassen, dass ich nicht ausrutsche und mir den Hals breche. Komm. Das ist nicht möglich. Das Loch muss auch irgendeinen Sinn haben. Komm, wir angeln. Das ist nicht möglich. Okay, das Loch hat überhaupt keinen Sinn. Ich muss aufpassen, dass. Also, irgendwie scheint uns das hier nicht weiterzubringen. Gut, dann machen wir erstmal hier kehrt. Was ist das hier? Takelage. Bei diesem Licht sieht die Takelage richtig gespenstisch aus. Das kann ich nicht nehmen. Kannst du nicht? Warum nicht? Doch, schneid dir mal ein Stückchen ab. Das ist nicht möglich. Och Mann. So ein bisschen Schnur kann man doch immer gebrauchen. Haben wir hier noch irgendetwas übersehen? Nein. Meer, Bucht, Strand. Der ganze Strand ist mit kleinen Felsbrocken übersät. Sie scheinen sich von den Klippen da oben gelöst zu haben. Okay, dann nimm dir ein paar. Oh, so wird das nichts. Ich könnte ja verzweifeln. Okay, wir haben noch immer nicht die Windmühle gefunden, die man im Hintergrund ja vorhin gesehen hat, am Tor hier hinten. Und dabei habe ich gedacht, wir kommen über den Weg hier dran vorbei. Aber. Da ist die Mühle. Theoretisch müssten wir ja hier lang dahin kommen. Irgendwie. Vielleicht habe ich hier noch irgendeinen Pfad übersehen. Wir gehen nochmal hier runter. Nein, auch nicht. Schauen wir mal einen Blick auf die Karte. Aha, jetzt haben wir hier schon einen ganz anderen Weg. Wir sind jetzt hier am Eingangstor. Ne, wir sind sogar hier auf der Brücke schon. Sind aber noch nicht zur Mühle gekommen. Okay, wir gehen jetzt nochmal zurück. Vielleicht hat sich da etwas getan. Schauen wir mal. Vielleicht können wir jetzt in die Bibliothek. Oh. Der Inspektor Nein, möchte immer im noch nicht. Augenblick. Okay. In die Küche. Ich glaube, ich habe letztes Mal noch nicht probiert, den Topf zu nehmen. Das versuche ich jetzt mal. Die Köchin wird wohl nichts dagegen haben. Oh, das klappt ja sogar. Hätte ich nicht von dir gedacht, dass du hier einfach so. Aber die hat ja auch die Augen zu, ne, beim Umrühren. Deswegen kann die das ja gar nicht sehen. Vielleicht können wir dann auch was aus dem Vorratsschrank schnappen. Das kann ich nicht nehmen. Okay, ist ja gut. Denn noch weiter lang.
glaube, wir müssen noch mal raus. Hier finden wir immer noch nichts. So, Karte. Irgendwas muss doch noch am Friedhof sein, oder? Hier können wir nicht lang. Hier geht's zur Bucht. Da ist das Eingangstor. Tür, Kapelle. Oh! Aha! Also man muss echt doch... Ist gar nicht so ersichtlich, dass es hier... Aha! Windmühle, super! Oh, steht da ein alter Eimer. Den nehmen wir uns auch direkt mal mit. Oh, da haben wir uns die Augen angeguckt. Die haben gesehen, dass wir was geschnappt haben. Gut, jetzt können wir ja mal zur Windmühle. Endlich haben wir sie gefunden. Die musste ja auch einen Sinn haben. So, aha, rechts, links geht's zu den Feldern. Hier haben wir die Windmühle. Eisenring, Steinplatte, Seil. Also das ist ja schon fast zu auffällig, dass man damit irgendetwas machen muss. Guck dir das mal an. Eine Steinplatte. Darunter scheint ein Hohlraum zu sein. Okay, dann heb doch mal die Steinplatte auf. Boah, viel zu schwer. Die kann ich nicht anheben. Okay. Dann machen wir doch einfach das Seil, weil das hängt ja... das ist doch so offensichtlich. Ich hab's raus. Das Seil muss an den Eisenring. Dann ziehen wir einfach hier an dieser Schnur. Zack, das Mühlenrad dreht sich und die Steinplatte. Ach, genau so muss das, glaube ich, funktionieren. So, jetzt nimm mal das Seil. Ich habe das Seil einfach an den Metallring festgeknotet. Super. Und jetzt zieh an dem Seil. So wird das nichts. Ach, Quatsch. Das muss doch irgendwie gehen. Die alten Holzflügel der Mühle fangen bestimmt keinen Wind mehr ein. Nee. Was mit dem Seil? Ein einfaches Hanfseil. Okay, das klappt also nicht. Er will nicht dran ziehen. Okay, was kann man denn machen? Wir haben hier Sand. Sand. Okay, Sand ist schwer. Irgendwas hier dran hängt vielleicht, den Eimer? Wenn du mir sagst, wie ich das machen soll? Okay, auch nicht. Ah, ein Sack vielleicht. Perfekt. Und dann schütte einfach den Sand da rein. Los. Nimm dir Sand. Leider bin ich aus dem Alter, wo man in Sandkästen spielt, heraus. Okay. Dann versuche es mal mit der Schaufel. Ah, na endlich, wir verstehen uns. Es funktioniert. Jetzt hast du den alten Eimer doch mit Sand gefüllt. So, den füllen wir jetzt da rein. Tada! Es passiert nichts. Okay, dann brauchen wir mehr Sand. Komm, lauf! Keine Zeit. Thank you.
Super. Super, wir warten ja alle nur auf dich. Okay, es passiert immer noch nichts. Da sind jetzt schon zwei Eimer Sand in dem Jutesack. Das hast du gut erkannt. Dann holen wir noch mehr. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Du kannst von mir aus 20 Mal hin und her rennen. Irgendwann muss es ja klappen, oder? So. Der Jutesack wird irgendwie nicht voller. Oh! Aber hallo. Hat man sowas schon mal gesehen? Das ist ja der Wahnsinn. Die Chiffrierschablone. Aha. Eine Metallplatte. Da sind überall quadratische kleine Löcher drin. Aha, Metallplatte. Okay, wir waren doch eben bei dem Grab und da gab es einen Schlitz. Okay, keine Ahnung, ob das was damit zu tun hat, aber wir gucken mal, ob wir in die Windmühle reinkommen. Der Eingang ist zugenagelt. Ja, das war ja klar. Dann Das ist nicht möglich. Ich probiere das Taschenmesser nochmal. So funktioniert das leider nicht. Ja, das war mir klar. Okay, ich glaube, dann haben wir hier alles getan. Vielleicht nehmen wir uns nochmal einen Eimer Sand mit. Ich weiß ja nicht, ob er es macht. Doch, er macht es. Wer weiß, wofür wir den gebrauchen können. Sehr gut. Oh, den Jutesack, den können wir nicht mehr nehmen. Schade. Dann gehen wir mal hier weiter. Felder. Uah, eine Vogelscheuche. Na, die hat ja nicht viel zu bewachen. Gott, ist die hässlich. Nimm die mit. Ach, wieso wusste ich, dass du das versuchen würdest? Na klar. Oh, was haben wir denn hier? Hat noch einen Maiskolben überlebt. Lecker. Ein frischer Maiskolben. Tja, dass es hier noch einen frischen gab, das war ja super Zufall. Ein abgemähtes Maisfeld. Das ist doch kein Maisfeld, das ist Das ist ja ein Krampf. Oh ja. Okay, hier gibt es anscheinend nichts mehr. Was können wir denn mit Mais machen? Mais, Kochtopf. Oh, wir könnten den vielleicht kochen und machen uns dann schön mit Butter, Salz. Jetzt habe ich einen Kochtopf mit Mais. Gut, jetzt brauchen wir nur noch Butter und Salz. Und dann lassen wir uns gut gehen. Dann lassen wir es uns gut gehen. Das tun wir. Okay, ich glaube... Genau, für diesen Part mache ich Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!